Auch auf der anderen Seite wird einiges getan, um aufzurüsten. Für ausländische Jugendliche aus Köln-Ostheim gehören Klappmesser, Schlagringe und Gaspistolen schon jetzt zur Grundausstattung. Weil die meisten ohnehin keine Chance haben, das Viertel irgendwann zu verlassen, wollen sie wenigstens vor Ort das Sagen haben. Besser ein King im Ghetto als ein Niemand in der Gesellschaft. Die Folge: in Köln-Ostheim wachsen Frust und Gewalt gleichermaßen schnell. Eine Reportage von Udo Müller und Hannes Rawick. Köln-Ostheim, ein Stadtteil mit Problemen. Wenn ich kämpfen muss, kämpfe ich. Wenn jemand mich angreift, dann greife ich auch an. Dann greife ich auch extrem an. Wertvorstellungen am Rande der Gesellschaft. Als Kanake muss man sich durchkämpfen. Keiner von uns steckt den Schwanz ein, weil ich meine, wenn wir einmal Schwanz einstecken, dann heißt es, okay, ihr seid Loser, ihr wehrt euch nicht. Eine Straße als Trennlinie zwischen zwei Welten. Links eine eher bürgerliche Gegend, rechts die Hochhäuser der Gernsheimer Straße. Die Jugendlichen hier nennen sich The New Generation of Gernsheim. In Köln aufgewachsen, aber hier nicht zu Hause. Jeden Tag treffen sie sich im Container des Vereins Fedel. Innenansichten einer scheinbar verlorenen Generation. Als Jugendliche mit Migrationshintergrund werden sie bei der Polizei geführt. Ich gehe mich erst bewerben bei einer Firma hier in Köln. Und die kennt diese Straße Gernsheimer. Normal, ganz Köln kennt die. Dann sagen die, kommst davor, du bist bestimmt kein guter Junge, du gehörst bestimmt zu den Schlechten, ein Assi. Du machst das hier bestimmt nur zum Spaß, damit du deine Zeit vertreiben kannst. Weil aus dir wird so oder so nichts, weil du kommst aus dem Ghetto. Direkt werden wir abgeschrieben. Delovan gilt bei der Polizei als auffällig. Bei einer Auseinandersetzung hat er vor kurzem einen Menschen schwer verletzt. Ich habe das Messer rausgenommen, mein Freund kam auch hier aus Gernsheim, wollte den helfen. Ich habe das Messer, war Notfall. Ich habe rausgenommen, geht mal zurück und so. Ich weiß nicht, ob das schon ein Faust reingekommen ist oder nicht. Kam das und dann halt abgestochen. Was passiert, ist passiert. Das passiert eine Sekunde, man denkt nicht darüber nach. Und danach, der war Intensivstation, so Milz habe ich getroffen, ja. Der 21-jährige Delovan, ein irakischer Kurde, kam mit 12 nach Deutschland. Er lebt mit seinen Eltern und 6 Geschwistern im Zentrum. Okay, das ist unsere Wohnung, ne? Jetzt zeige ich mal mein Zimmer, wo ich mit meinen beiden Brüdern schlafe hier. Das sind die Zimmer. Das ist mein Bett, ne? Hier schlafe ich. Meine beiden Brüder, hier schläft der Kleine, 7-jährige, der andere ist 10, 11, der schläft hier. Hier ist mein Rechner, meist bin ich in meinem Rechner hier. Da gehe ich Internet surfen und so, E-Mails lesen. Im Moment habe ich eigentlich schon ein paar Anzeigen am Laufen und auch Gerichtstermine. Totschlag ist jetzt am 6. März. Und noch ein paar Körperverletzungen, so habe ich auch mal frei. Ja. Meistens sind Körperverletzungen. Und bist du da schon für bestraft worden? Bis jetzt einmal hatte ich Antiaggressions dafür bekommen, Antiaggressionstraining. Ich bin jetzt nicht gegangen, deswegen muss ich jetzt 4 Wochen Remscheid rein. Was heißt Remscheid? Ins Gefängnis? Gefängnis, oder? Ja. Hm. Arrest, 4 Wochen. Delovan, längst von der regulären Schule geflogen, will jetzt einen Hauptschulabschluss nachholen. Tagsüber treibt er sich rum. Ich mit meiner Freundin, ich muss jede Sekunde aufpassen, dass nicht einer von der Seite kommt oder so. Ich habe hier vor 3 Wochen, habe ich mit einem Butterfly, ich musste gegen 15 Leute fast kämpfen, ja. Die haben mich einfach so angegriffen, ich bin hier ganz normal. Die eine packt mich direkt, sehe ich da, 13 Männer sind da, ja. Wollen die auf einmal auf mich draufkommen. Aus Kerb und nicht mal aus hier hin und so, ja. Und warum? Warum? Keine Ahnung, ich kannte die nicht mal, ja. Immer wieder kommt es unter den rund 30 polizeibekannten Jugendbanden zu Auseinandersetzungen. Die Ghetto Brothers gegen die Harlem Killers und die gegen die Generation of Gernsheim. In Köln beherrschen jugendliche Migranten mittlerweile die Kriminalstatistik. Die letzte Tat ereignete sich vor knapp 3 Wochen im Viertel der Gernsheimer. Beteiligt auch Jugendliche aus dem Kiez. Sie geraten mit dem 43-jährigen Waldemar W. aneinander, stehlen ihm 50 Euro. Der Familienvater liegt seitdem im Koma. Usur ist dabei gewesen.
Angeblich hatte W. angefangen. Hat er mich angeguckt? Hab ich ihn angeguckt, meinte, was guckst du? Meinte, wie, was guck ich? Kam da auf mich, hab ich ihn gepackt an der Schulter, damit er mir nichts machen kann. Danach meinte ich, du bist besoffen und so, hör mal auf mit dem Scheiß. Hab ich ihn losgelassen, hab ich mich umgedreht, bin ich gegangen. Ich wusste nicht, dass er wieder auf mich kommt. Wollte auf mich gerade kommen, hat er den Schind mit seiner flachen Hand geschossen. Er hat ihn einfach nur geschubst? Ja, er hat ihn geschubst, gestoßen. Ja. Ja. Und dann ist er hingefallen und dann? Ja, er ist hingefallen und danach so ist. Der 19-jährige Erdinsch hat die Tat landen. Er sitzt in Haft. Erdinschs Vater hat sich mittlerweile bei der Familie des Opfers entschuldigt. Renate, Schwester von Waldemar W., besucht ihren Bruder jeden Tag im Krankenhaus. Ist mein einziger Bruder. Eigentlich, ich versuche es, dass es mir gut geht, aber es geht mir nicht gut. Also überhaupt, wenn ich ihn das sehe, ne? Also, ich bin auch ganz ruhig bei ihm und da versuche ich auch, dass nicht eine Träne oder was fließt, damit ich ihn nicht, auch dass er vielleicht sich nicht aufregt innerlich, ne? Also, aber es ist mein Bruder. Seit 3 Wochen schon versuchen Fahnder, die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zu ermitteln. Ein Anlass für diesen Angriff ist bis heute nicht bekannt. Den hat es auch erkennbar jedenfalls vom Opfer aus nicht gegeben, sodass wir von sinnloser Gewalt ausgehen müssen. Das Thema Gewalt steht jetzt auch auf dem Stundenplan der Abendrealschule. Delovans Freunde besuchen ihren Kumpel spontan während des Deutschunterrichts. Es folgt eine pädagogisch wertvolle Diskussion. Ja, einen schönen Abend alle zusammen. Heute hat die Abendrealschule einen besonderen Besuch. Die Tatsache, dass jemand im Koma liegt und vielleicht auch lebenslang geschädigt ist, das finden Sie, das muss er in Kauf nehmen? Nein, nein, Sie haben schon vollkommen... Das war ja Ihr Freund. Ja, Sie haben schon vollkommen recht, dass der Mann jetzt im Koma liegt. Tut mir auch leid, finde ich, hoffentlich wird er wieder gesund. Aber was soll man machen? Jeder Mensch hat sein Schicksal. Wissen Sie, das war dem Mann sein Schicksal. Und der wurde auch nicht zusammengeschlagen, das war nicht geplant. Oder der wohnt selber bei uns auf der Straße, der war früher bei Ford Meister. Wir kennen den auch alle, also haben wir auch gar keinen Grund, den zu schlagen. Am nächsten Tag geht die Clique mal wieder in ihr Lieblingscafé. Dann wird bei Wasserpfeife und Tee gemeinsam die Zeit totgeschlagen. Delovan ist mal wieder bewaffnet. Er hat sogenannte Sandhandschuhe mitgebracht. Sandhandschuhe, ja. Sandhandschuhe? Sandhandschuhe, ja. Mhm. Ja, Sandhandschuhe. Die, da sitzt der Forst härter als eigentliche Forstwaffen hat, ja. Und das ist jetzt so gemacht, ne? Spürt die Forst, ja. Wir sind zwar nett und so, wir machen jetzt keinen Stress und sind wie wirklich Kinder, machen Leute an oder so. Aber wenn es sein muss und wir angegriffen werden, müssen wir uns auch verteidigen, ja. Das ist sowieso klar, ja. Und da sowas jetzt mal ein, ja? Gar kein Problem mehr, da haben wir gar kein Problem damit. Also Jungs, guck mal, wenn ich Stress macht oder so, ne Jungs. Tut mir leid, ja, sowas wird eingesetzt, ja? Immer wieder, ja, auch verschiedene Sachen. Ja? Aber das sind ja die Methoden, ja? So verbringen die Jugendlichen in der Gernsheimer Straße die Tage zwischen Langeweile, Hoffnungslosigkeit und Gewalt. Scheinbar nicht in der Lage, sich zu retten.